Willkommen zu deinem nächsten Lernvideo. In dem Video gucken wir uns eine Translationsbewegung an, nämlich die gleichförmige Bewegung. Viel Spaß! So, gleichförmige Bewegung, gleichförmig. Wir schauen uns erstmal an, was das überhaupt bedeutet. Und da nehme ich mal hier dieses Erste-Hilfe-Set. Und dieses Erste-Hilfe-Set bewegt sich jetzt von A nach B. Und wie tut es das? Bei einer gleichförmigen Bewegung von A nach B, also mit welcher Geschwindigkeit, beziehungsweise was ist mit der Geschwindigkeit, die ist bei einer gleichförmigen Bewegung nämlich konstant. Das heißt, auch wenn du mit dem Fahrrad fährst, mit dem Auto fährst und immer die gleiche Geschwindigkeit hast, ist das eine gleichförmige Bewegung. Demnach ist die Beschleunigung, also Velocity, konstant, Geschwindigkeit, Acceleration, Beschleunigung ist null. Weil Beschleunigung, wenn du dir das mal einfach übersetzt, ist einfach, Beschleunigung ist gleich Geschwindigkeitsänderung. Heißt, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, schneller oder langsamer, dann haben wir eine Beschleunigung. Hier haben wir, wird nicht schneller, wird nicht langsamer, deswegen, es bleibt gleich, daher Beschleunigung gleich Null. Das ist schon mal das Erste. Also wir bewegen uns von Punkt A zu Punkt B. Da sagen wir jetzt einfach mal, das sind 100 Meter. Also hier machen wir dann Punkt B. So, dann ist hier Punkt B und diese Strecke entspricht genau 100 Meter. Wir haben eine Gerade und das ist auch für eine gleichförmige Bewegung immer so, dass wir eine Gerade haben. Weil, wenn wir uns nämlich die Gleichung angucken, also im ST-Diagramm, Streckezeit, dann haben wir Geschwindigkeitszeit, VT und AT, Beschleunigungszeit. Die Formel lautet nämlich, Strecke ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit plus S0. Und jetzt, wenn du überlegst, deine Mathe-Basics oder früher in der Schule die Mathe-Grundlagen, da war Geradengleichung, die taucht ganz oft auf, auch im Physik-Praktikum, wenn du das dann hast oder hast es schon. Und da war nämlich Y ist gleich M mal X plus B. Und jetzt kann man 1 und 1 zusammenzählen, man sieht schon die Gemeinsamkeit. Das ist nämlich einfach eine Geradengleichung, ist ja auch eine Gerade. Heißt, wir haben Y-Achse ist S, X ist in dem Fall die Zeit T. Und das Wichtige hier, was ich dir eigentlich zeigen möchte, ist das hier. Dass wir Velocity, Geschwindigkeit ist gleich die Steigung M. Das hier fällt meistens raus. Also häufig haben wir keine Anfangsstrecke. Ne? Dann würde der Graph zum Beispiel hier anfangen und das hier wäre S0. Meistens kannst du S ist gleich V mal T benutzen. Fällt raus, das ist die Steigung. Und jetzt das Allerwichtigste, in einem ST-Diagramm entspricht die Steigung der Geschwindigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Steigung hier entspricht der Geschwindigkeit und je steiler das ist, umso schneller ist die Geschwindigkeit. Je flacher die Kurve ist, umso geringer ist die Geschwindigkeit. Also das ist schon mal das erste Wichtige, was du dir einprägen musst. Und dann sind viele Aufgaben auch relativ einfach, wenn du das weißt. Steigung, ST-Diagramm, Geschwindigkeit. Part 1, genau, kommt von der Geradengleichung. Und das ist auch die einzige Formel, die du im Prinzip benötigst bei der gleichförmigen Bewegung. Und du darfst, das ist nämlich auch ein häufiger Fehler, den ich bei den Studenten, Studentinnen sehe, dass nämlich diese Formel benutzt wird bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung, wenn wir eine Beschleunigung haben. Da gilt aber, S ist gleich 1/2 AT² und V ist gleich A mal T. Das siehst du dann im nächsten Lernvideo. Da diese nicht benutzen. Diese nur, wenn V konstant ist. Ne? Also ganz genau in der Aufgabenstellung lesen und dann kriegst du das auf jeden Fall hin. So, wir haben ST, das ist eine Gerade. Also meistens ist hier auch so ein Steigungsdreieck gezeichnet. Da haben wir die Streckenänderung, Delta, ne, steht immer für eine Änderung, Differenz, also von wo nach wo hier, Differenz, Strecke, Differenz, Zeit, ist gleich die Geschwindigkeit. Oder ganz physikalisch, ne, wird es auch oft ds nach dt, aber da sage ich gleich, lass das weg, das brauchst du nicht, IMPP fragt sowas auch nicht. Das ist nur, weil es halt die Physiker machen, so, ne? Ganz allgemein, aber für die Grundlagenphysik, was du brauchst, benötigst du das nicht. Genau das ist viel wichtiger, dass du das Grundverständnis dafür hast. Das ist entscheidend. So, wir haben nämlich schon gesagt, Steigung ST-Diagramm ist die Geschwindigkeit. Und wie ist denn hier die Steigung? In jedem Punkt. In jedem Punkt ist die Steigung konstant. Das heißt, Geschwindigkeit konstant. Demnach ist im VT-Diagramm Geschwindigkeit gleich. Also wenn das hier zum Beispiel 100 Meter sind,
Und wir sagen einfach mal hier nach da, das sind 20 Sekunden von dem Part hier. Haben wir so ein großes Steigungsdreieck. Dann könnten wir ja die Geschwindigkeit berechnen für diesen Teil hier. Also wir haben Delta S von 100 Meter. 100 Meter geteilt durch diesen Abschnitt hier, 20 Sekunden. 20 Sekunden, so 100 durch 20. Meistens, wenn du keinen Taschenrechner benutzen darfst, sind die Aufgaben auch relativ easy. Dann kannst du das machen. So, das haben wir 5 Meter pro Sekunde. Also das wäre jetzt die Geschwindigkeit. Also hätten wir hier konstant 5 Meter pro Sekunde für den ganzen Bewegungsablauf von A nach B. Dann gucken wir noch das AT-Diagramm zur Vollständigkeit halber an. Und da wissen wir, die Steigung im VT-Diagramm entspricht der Beschleunigung. Hier ist die Steigung, wenn du dich noch dran erinnerst, Maximum ist Steigung 0, Minimum ist Steigung 0, ist hier auch 0. Das heißt, wenn das die Steigung, die Beschleunigung ist, ist die Beschleunigung auch konstant 0. Und das ist ja auch genau das, was wir gefordert haben, da oben. So, so und jetzt für die Mathe-Freaks noch. Wenn wir hier die Steigung haben, war das ja mathematisch die Ableitung. Das heißt, wenn wir die Ableitung haben von der Strecke S, wenn wir das hier mal ableiten, dann haben wir, das hier fällt weg, ist eine Konstante, T fällt auch weg. Das heißt, wir kriegen V raus. Also sehen wir schon, dass die Ableitung nach T von diesem hier entspricht der Geschwindigkeit. So, und wenn ich jetzt nochmal ableite, beziehungsweise V', dann habe ich, wenn ich V ableite, nochmal nach T, da ist kein T drin, das ist dann 0, beziehungsweise das ist dann die Beschleunigung. Also hier, wenn ich ST das hier ableite, kriege ich die Geschwindigkeit, wenn ich das nochmal ableite, kriege ich die Beschleunigung. So hängt das physikalisch zusammen. Umgedreht, hier die Aufleitung, Integral, kriege ich die Geschwindigkeit, hier Aufleitung, Integral, kriege ich die Strecke. Genau, aber brauchst du nicht wirklich. Wichtiger ist, dass du das Grundverständnis davon hast. Genau, dann hoffe ich, dass dir das Video geholfen hat. Hier siehst du nochmal die Symbole und Einheiten dazu, ganz wichtig. Besonders hier Beschleunigung, Meter, Sekunde, Quadrat, ganz wichtiger Part. Und dann wünsche ich dir beim Lernen weiterhin ganz viel Erfolg. Wir sehen uns im nächsten Lernvideo. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!